Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag. Wir haben es glaube ich schon 12 Uhr oder sowas. 12.19 Uhr sogar schon. Ja, ich fange erst jetzt an, denn wir haben heute Morgen geschillt. Die Nacht war katastrophal für mich zumindest. Ich habe wieder zwei Krämpfe gehabt. Das war so schlimm. Und ich konnte mich nicht bewegen in dem Moment. Weil jetzt mit dem dicken Bauch kann man sich nicht schnell irgendwie hinstellen oder so. Roy hat mir dann Gott sei Dank geholfen. Hat mir die Hand gegeben, dass ich mich hinstellen konnte, weil so geht der Krampf dann vorbei. Ja, jetzt war ich duschen, habe mich fertig gemacht, habe meine Fußnägel gemacht, frisch und ja, falls es heute losgeht, oder falls es jetzt losgeht, ich bin frisch geduscht. So, der saugt hier und wischt hier einmal. Das ist super, ich lasse ihn jetzt hier laufen. Gehe ich mal runter. Ich muss mal gucken, was wir zum Mittagessen heute. Noch gar nicht geguckt, was wir da haben. Dann weiß ich nicht, ob ich heute in die Packstation fahre. Da sind nämlich zwei Briefe von euch drin. Oder morgen. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall regnet es die ganze Zeit. Heute wird nichts an der Terrasse gemacht, weil, wie gesagt, es regnet. Es hat die ganze Nacht geregnet, es regnet immer noch. Es hört gar nicht mehr auf. Dann kann man da nichts machen. Aber es ist nicht so schlimm. Und was machst du hier? Oh! Oh. Leonie ist. Hat sie schon wieder die Schwämme rausgeholt. Ich habe die vorhin wieder weggeräumt, hat sie wieder rausgeholt. Sie holt die Schwämme raus und baut Türme oder so Schlangen. Seit heute Morgen. Ein Schwammzug, Mama. Ach, so ein Schwammzug. Ja, und dann guckt sie halt nach Kuchen, ne, was sie heute backen möchte und so. Was? Ja. Ist das neu? Kam das heute an? Jo. Sonst noch was? Rechnungen? Keine Rechnungen. Na, Gott sei Dank. Kriegt Mama auch eine? Hm. Danke. Very nice. Doch nicht? Entschuldigung. Aua. Okay. Ja, ja, sei ruhig jetzt. Das möchte Selina backen. Aber nur den Boden davon. Der ist nämlich richtig lecker, kann man von der Torte benutzen. Stachelbeer-Sahnetorte. Ist total kompliziert. Ist aber eine richtig leckere Torte. Mit so einer Baiser-Haube. Oh. Habe ich, glaube ich, nur zweimal gemacht. Rezept von meiner Ex-Kollegin. Aber wie gesagt, der Boden ist richtig lecker. Könnt ihr euch einen Screenshot machen? Steht da? Steht da Sahne? Nee. Was? Da hingehen? Margarine. Achso, ich hab's noch dazu geschrieben. Oh, das war der Kopf. Oh nein. Mama, Mehl, Zucker, Backpulver und Eigelb. Guck mal, Mama reagiert nicht mal. Ja, ich hab's schon gehört. Quatschkopf. Erst eine Runde. Psch. Oh, oh, Papa kann nicht mehr. Oh, Papa kann nicht mehr. Oh nein, Papa ist gespannt. Oh, oh. Oh, Mann. Hey! Oh mal! Okay, heute gibt's Nudeln à la Panna. Sie räumt hier ihre Lieblingsschublade hier ein und aus. Oh, Eis! Eis ist Pudding. Dankeschön. Ja. Eis. Schinken. Oh, ja, da riecht man den Duft nochmal. Was macht der Papa? Jetzt ist der Chef hier an. Pudding macht der Papa. Nö, das ist perfekt. Sicher? Ja. Hier ist Milch. Eine Plumps. Nein, Bums. Ja, ist okay, ich habe das extra. Du, ja. Das hörst du. Ja, das ist nach ihrem Papa. Also, was ist? Ach, musst du wegschneiden. Oh. Da oben geht's ab. Wir haben jetzt gerade unseren Pudding gegessen. War lecker. Mal gucken, was die da oben machen. Thank you.
Ach, ihr seid oben bei Selina. Was macht ihr da? Mittlerbett, mittler. Warte, es fokussiert nicht. Guck mal hier. Warte, ja, noch fokussiert nicht. Oh. Zeig doch mal. Selina. Was ist das? Dann habt ihr doch den Echo gewonnen in der Klasse. Was ist? Für was war das Singen, glaube ich? Was machst du hier? Ha, Papa, Ei kommt. Papa ist das? Dick. Dick. Dick, ja. Papa ist dick. Ja, okay. So, Akku ist jetzt vollständig aufgeladen und ich bin mega sauer auf mich selber. Ich könnte mir eine reinhauen heute. Das kann mir passieren, sowas, oder? Bleib stehen. Ich habe vorhin bei Instagram aus Versehen den Namen von unserem kleinen Babymann gepostet. Bis ich es gecheckt habe und schnell gelöscht habe, haben es schon viele gesehen und haben es in die Kommentare geschrieben. Ich habe mich halt so gefreut über diese Fußmatte vom Rollen. Gott sei Dank stand nicht unser Nachname und unsere Adresse noch drauf. Hätte es wahrscheinlich auch nur gepustet. Ich bin schon Trottel, ey. Selina hat mich gebeten, dass ich schon mal die Kuchensachen ihr rausstelle, mich nämlich backen, wenn sie kommt. Sie ist ja wie immer freitags beim Tanzen. Müsste aber in der Schule da sein. Ich soll schon mal alles rauslegen, hat sie gesagt. Baiser. Schokolade. Vanille. Was brauchen wir noch? Backform. Zucker, Backpulver und Eigelb. Schon mal die Backform kann ich ja schon hinstellen. Den ganzen Tag regnet es heute. So ist aber der Feinstaub wenigstens unten. Der ist auch nicht schlecht. Mit den ganzen Beton angemische. Hier ist die Form. Hier. Okay. So. Hier ist die Backform. Perfekt. So. Selina möchte auch Plätzchen backen. Hab ich euch, glaube ich, schon erzählt, ne? Ich glaube, mit ihrer Freundin zusammen. Ich habe beim Action nach so einer Matte gesucht. Ich habe die irgendwo gesehen gehabt und ich dachte die ganze Zeit beim Action. So eine Matte, wo man einen Teig ausrollen kann und ausstechen kann. Dass man halt mit den Förmchen nichts zerkratzt. Gab es nicht bei Action. Selina war gestern beim Teddy, gab es auch nicht. Vorgestern war noch beim Kick, gab es auch nicht. Wisst ihr, wo sowas gibt? Weil irgendwo habe ich es gesehen, ich weiß es. Aber ich weiß nicht wo. Und es war auch gar nicht so toll. Hätte ich es doch einfach mitgenommen. Naja. Wenn nicht, dann bestelle ich es bei Amazon, da habe ich es auch schon gesehen. Ich glaube, da kostet es 10 Euro. Ja, ist aber halt sehr praktisch. So. Das spanne ich schon ein hier. Wo Schokolade ist es, Leonie? Nicht weit, gell? Das ist... Warte. Kleine Hände. Das ist so ganz viel. Ganz kleines Ministückchen. Ganz kleines Ministückchen. Das ist so kleine, große. Was? Nicht große, kleine. So, das passiert... Das passiert, wenn die Mama kocht. So, was passiert, wenn Mama Sachen bei Heute ist nicht mein Tag. Ja. Guckt nur auf die Kamera. Das geht gar nicht.
sieht voll aus wie in so einem Gesicht. Ja, du sollst die Sahne hier zeigen und nicht den Dreck hier. Die Schokosauce. Lukas. Du musst überhaupt die Kamera an, wenn sowas passiert. Leonie, lass die Kerzen da drin. Mach mal eine Kerze an, dass es so dunkel ist. Oh, das hat ja super geklappt. Ich sag ja, heute ist nicht mein Tag. So. Was? Kannst du mit Lukas spielen? Ich muss unbedingt Tabletten nehmen. Wieder vergessen. Und dann schneide ich mein Video. Heute ist ja Freitag. Ich freue mich auf meine unheimliche Sendung auf TLC. Freitags. Mal gucken, ob ich gucken kann. Falls die Kleine nicht wach wird. Die letzten Tage ist sie immer gegen 8:30, 9:00 wach geworden und war bis 23 Uhr wach. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Irgendwie komisch. So, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 11 Uhr wieder. Tschüss.